Ich überlege gerade. Da habe ich sonst keine Kiste mehr gehabt, wo ich außer den Zeug reingelegert habe. Geliegert habe. Wie liegt das? Das ist die kaputte Dampfmaschine, wo ein Teil kaputt gegangen ist. Also es ist gar nicht so schlimm, wenn man Sprengstoff in eine Maschine reinsteckt. Geht nur ein Teil kaputt. Nein. Kann ich auch mit dem Stahlrohr einfach mal die Kisten aufknacken? Nein, damit kann man nur Köpfe aufknacken. Ich speichere ganz schön oft dafür, dass ich keinen Fortschritt mache. Wenn ich Fortschritt mache, dann speichere ich nicht, das Spiel crasht und ich darf alles nochmal spielen. So. Sollte der nicht einen Dietrich irgendwie haben? Ich bin mir sicher, das sollte einen haben. Ja. Nö. Nö, der sagt einfach mal leck mich. Aber wenn wir schon da sind, kann ich jetzt gleich mal Dernholm irgendwie markieren. Der da, der weiß das auch bestimmt. Danke. Ich weiß zwar nicht, ob ich das vorher schon hatte. Guck ich mal kurz. Falsche Taste. Ja, auf der Karte erkennt man fast schon ein bisschen was. Lalalala. Einen Tag lang warten, bitte. Wenn wir schon dabei sind, warten wir noch bis zum Morgen. Ist noch nicht morgen, ne? Nee. Warten wir noch bis zum Morgen. Oder war das schon morgen? Ich glaube, es war schon morgen. Egal. Ich brauche einen verschissenen Dietrich. Ich krieg keinen Dietrich. Spiel. Toll, ich bekomme Bierhefe. Ganz toll. Mach ich einfach hier eine Brauerei auf. Leck mich. Dann mache ich die Banditen einfach besoffen und dann... Passt das schon. Jetzt will ich einen Dietrich schmieden. Steinschlosspistole, also bitte. Das ist doch voll für den Arsch. Spannung. Einfach Dietrich. Perfekt. Genau, was ich gebraucht habe. So. Das würde mich aber noch was anderes interessieren. Habt ihr wohl mal Zeit, Handel anbieten? Ich will mal diese Schaufel haben. Danke. Und dann gucken wir noch mal, ob wir da nicht graben können an einem völlig normalen Ort zum Graben. Ganz normalen Ort. Wo man halt so gräbt. Zum Beispiel auf dem Friedhof. Meine Ecke, man muss ja die ganzen Gräber für die Toten ausheben, ne? Wenn ich's nicht mache, wer dann? Das war hier. Die Zeit vergeht. Perfekter Zeitpunkt, um mal neu aufzunehmen. Kann ich hier jetzt irgendwie graben? Moment, ich kann das irgendwie nicht anvisieren. Nee, geht nicht. Das wird nur hell, wenn ich drüber laufe. Okay. Kann ich die irgendwie benutzen? Nein. Oh, doch so. Aber ich kann damit nicht graben. Nee, okay. Wir können nicht die Gräber graben, wie es aussieht. Ach. Ich hasse es immer, wenn das nicht geht. Das funktioniert so ja nicht. Was wünscht ihr von mir? Erstmal ein Geschäft. Hier hast du Dietrich hier. Mach sie nicht gleich kaputt. Ich brauche die noch. So. Jetzt testen wir das auch erstmal. Okay, ist das klug, jetzt einfach die Bank hier aufzubrechen? Während sie hier steht. Was soll schon schief gehen? Stimmt, was soll schief gehen, ne?
Muss ich das jetzt? Servieren, Taschendiebstahl. Oder muss ich die Dringliche haben? Nee. Was wünscht ihr von mir? Wir arbeiten noch dran. Ist schon eine Weile her, dass ich gespielt habe. Hallo? Zur Hölle ging das nochmal. Ich warne euch, hört auf. Ja, okay, sie mag das nicht so, wenn ich das tue, aber ich habe verstanden, wie es funktioniert. Okay. Was wünscht ihr von mir? Ich kann mich wieder erinnern. So, die nehme ich dann mal. Gut. Ist da noch irgendwas Interessantes drin, außer Betten? Nö, aber... Da wir jetzt Schlösser knacken können... Wieso gibt es dafür kein Hotkey? Ist das zu schwer oder brauchen wir nur ein paar Versuche? Gibt es Erfahrungspunkte? Das würde mich jetzt mal interessieren, ich weiß gar nicht mehr. 69. Also zumindest nicht bei mir, okay. Nächste Frage, können die abbrechen? Plus 0% dazu. Das ist auch noch verschlossen. Ach, leck mich doch am Arsch. Die sind ja so misstrauisch. Als wenn hier jemand herkommen würde und mit Dietrichen alle Türen aufknackt. Steht keine Haltbarkeit dabei, aber... Bei Anvamut steht auch keine Haltbarkeit bei der Spitzhacke dabei. Knack es! Komm schon, oder ich knack deinen Kopf! Das ist scheinbar zu schwer ficken. Gut. Die andere Tür da kann ich nicht aufknacken, weil da die Frau was dagegen hat. Ich verstehe gar nicht, was sie für ein Problem hat. Ich will doch nur die Bank beklauen. Also bitte. Hm, was ist denn da hinten noch drin? Dietrich, hey! Hä? Krieg ich auch nicht auf, oder was? Krieg ich überhaupt irgendwas auf? Was aber schon Virgil und nicht ich, oder? Virgil? Virgil? Hallo? 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 Jetzt habe ich Leertaste gedrückt. Nee, macht nichts, okay. Hallo, Virgil? Was ist denn jetzt dein Problem? Was war das denn jetzt schon wieder? So, zoomen wir es auf ein neues. Nehme ich da hoch, scroll und... vermute mal, die Banditen werden es nicht gerne sehen, wenn ich das Schloss einfach aufknacke, oder? Hm. Ich überlege gerade. Nicht geknackt. Ich krieg's nicht auf, oder? Zu dezent, nein. Gut, lass uns weitergehen. Kommst du jetzt mit? Diesmal kommst du mit, okay. Hier etwas aufzuknacken, wenn der Typ mit seinem Gewehr da ist, ist... Er hat gar nichts zum Aufknacken. Warum ist da eine Ratte drin? Wieso kann ich hier nicht durch die Fenster? Ja, weil... Nee, okay. Habe ich nur eingebildet. Die werden wahrscheinlich auch was dagegen haben, wenn ich ihren Shop am helllichten Tage aufknacke. Ich verstehe gar nicht, warum. Das ist auch verschlossen. Nicht geknackt. Ich hoffe, das nehmen die mir nicht übel, dass ich die ganze Zeit versuche, hier die Schlösser aufzuknacken. Das bin ich gar nicht. Das ist Virgil. Ich sehe es nicht mal, was er da macht. Ich habe keine Ahnung, was er da tut. Ich sehe nicht. Dass Dietrich immer in den Tag habe, halte ich für unwahrscheinlich.
Level mal, komm. Gab's hier sonst sowas zum Aufknacken? Nicht am helllichten Tage. Nicht am helllichten Tage. Kohle, großartig. Hab ich das Ding wohl nachts aufbekommen überhaupt? Das ist auch so eine Frage, die ich mir gerade stelle. Reicht dafür sein Skill? Der kann nämlich nichts. So, bis zum Abend warten. Und dann nochmal irgendwie 2 Stunden warten. Und dann geht sie ins Bett. So, und sie geht mit Kleidern ins Bett. Das wird vermutlich auch nicht hinhauen, ne? Natürlich nicht. Nein, das muss er, glaube ich, noch ein bisschen leveln und das... vorausgesetzt natürlich, er skillt das. Man kann das ja nicht selbst bestimmen. Hallo? Einmal noch, komm. Nee. Ich werde das für euch übernehmen, Madame. Ja, am Arsch. Ich kann mir vorstellen, wie er da steht, du knack, ach scheiße, abgebrochen, knack, ah, schon wieder, verdammt. Okay, ihr mögt nicht, dass ich die Schlösser versuche hier zu knacken, ich hab's kapiert. Ich krieg sie eh nicht auf, was wollt ihr von mir? Ich brech nur Dietrich ab, das darf er mal wohl, darf man ja wohl noch, ne? Gut, dass sie gleich einen Millionerpack gekauft haben. Viele Leute machen ja den Fehler, sie kaufen nur 100er Packs, aber man muss die schon im Millionenfach kaufen, dann geht das auch. Und entweder man kriegt sie dann auf oder das Schloss ist so voll mit abgebrochenen Dietrichen, dass die nie wieder irgendwie aufgehen. Und dann muss er sie aussprengen. Ich vermute mal, die mögen das jetzt nicht, wenn ich versuche hier Tor aufzuknacken. Vermutlich nicht, nein. Natürlich nicht. Ja, das wird bestimmt richtig gut hinhauen jetzt. Achso, ich wollte gerade sagen, der macht ja gar nichts. Hm. Die sind wenig beeindruckt, muss ich sagen. Ja, das wird noch ein langes Let's Play. Oh, sehr lang. Ist ja noch irgendwas verschlossen, was ich vielleicht aufbekomme? Hm. Nö. Ich überlege gerade, war da noch irgendwo irgendwas? Nein, das ist unverschlossen. Da haben die Probleme mit, wenn ich das aufknacken möchte. Moment, er hat keine Tür zum Abschließen. Hm. Das wäre natürlich sehr erfolgreich, weil ich Schleichen gleich 0 Skill habe. Wie hat der mich jetzt noch gesehen? Ich schleich doch. Das macht mich praktisch unsichtbar. Wenn der Skill hoch genug ist. Es wäre schön, wenn du es auch mal schaffen würdest. Eingeklemmt. Ach richtig, die verklemmen ja. Das Problem ist also nicht, dass ich sie nicht aufschließen kann, die verklemmen einfach, dann gehen sie gar nicht mehr auf. Stimmt, das habe ich komplett vergessen. Es ist erledigt. Es ist erledigt. Nein, Moment, das... Es ist erledigt. Ich bin auch bald erledigt, ja. Warum habe ich das Spiel gleich nochmal wählen wollen, als gut ist? Jetzt ist es eingeklemmt. Ja, ich sollte nicht aufnehmen, wenn ich krank bin. Nein, es ist nur
verschlossen, nicht eingeklemmt. Jetzt ist es eingeklemmt. Konnte man das sich auch irgendwie öffnen mit dem Brecheisen? Ich habe kein Brecheisen, ne? Es wäre schön, wenn du das auch mal aufknacken könntest. Es wäre auch schön, wenn ich keinen Husten hätte. Konnte man sich einfach kaputt reden? Das heißt wohl nein. Die Frage ist jetzt, wenn ich das oft genug mache, kriegt das irgendwann auf oder nicht? Das ist wie Civilization. Wenn ich oft genug lade, dann gewinnt meine Milizeinheit gegen die Atomwaffe. Was würde ich jetzt für meinen Dieb aus Ambermoon geben? Okay, ich glaube, das wird hier nichts. Können Türen auch einklemmen? Ich überlege gerade. Was muss die machen, damit der mitkommt? Ich weiß es nicht mehr. So, einen Moment. Hallo? Ah, okay. Jetzt fängt er neu an. Okay, alles klar. Ach, die ist schon eingeklemmt. Können wir die nicht auch irgendwie auftreten oder so? Warte mal. Nein. Nein. Gut, das heißt also, ich habe jetzt hier... Ich brauche Sprengstoff. Nehme ich denn jetzt Sprengstoff her? Warum steht er jetzt wieder so dämlich da rum? Also jetzt kommt er ja. Jetzt kommt er. Er kommt. Muss mich jetzt leider verabschieden, Arschgesicht. Jetzt gehe ich mal schleichen und es wird. Funktioniert das? Ich würde wohl übernehmen, Madame. Was wird er denn übernehmen? Gar nichts, gar nichts. Vorsicht! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Je mehr Ausrufezeichen ihr in euren Sätzen benutzt, jetzt ist es eingeklemmt. Gut, jetzt gehen wir langsam die Möglichkeiten aus. Hast du mal ein Brecheisen oder sowas für mich? Konnte man die aufbrechen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. So ein Hammer wird es natürlich tun. Den ich nicht benutzen kann. Großartig. Schwierigkeit 5, was? Ja. War das jetzt eigentlich durchs Schleichen oder ist das dem prinzipiell scheißegal? Oder zieht er das einfach nie aus der Entfernung? Das Problem ist, es wird gleich wieder verklemmen. Ja. Ich muss jetzt das Schloss reparieren. Aber ich kann das Schloss nicht reparieren. Wächst wieder am Arsch. Ja, ich habe voll Fortschritt heute gemacht. Das ist schon der Wahnsinn, ne? Das ist schon ganz großartig. Kann ich nochmal Sprengstoff haben? Es gibt keinen neuen Sprengstoff, ne? Nee. Den habe ich wunderbar verbraucht für die Maschine. Hätte ich mal lieber da hinten legen sollen. Gut, dann würde ich sagen, versuche jetzt nochmal durch die Brücke zu kommen mit Gewalt. Das wird nicht funktionieren. Danach mache ich Schluss für heute. Mir geht's heute eh nicht sonderlich gut.
Und Fortschritt ist auch nicht zu sehen, von daher... denke ich dann das nächste Video nach. Vielleicht übersehe ich auch gerade noch was. Mhm. Ich find's auch scheiße, dass man mit denen nicht mehr verhandeln kann, sobald man mit dem scheiß Sheriff hier seinen Handel gemacht hat. Woher, vor allem, woher wissen die denn das? Wir können eine Gedanken lesen tun. Dö. So. Hab ich überhaupt schon mit ihm geredet? Es ist aber so viel. Ich will das nicht zahlen. Es sind 1000, Alter. Mein 1000, ernsthaft? Ich will nicht zahlen. Ich zahle nicht gern. Der kriegt ja auch erst den nächsten Level, ne? Irgendwann. Ja. Ja, toll. Sind die voll auf Vorsicht, sehr gut. Das wird ihnen trotzdem auffallen, wenn ich das Schloss jetzt hier aufknacke. Das ist überhaupt nicht auffällig, was ich da jetzt tue. Nein, überhaupt nicht. Wenn man jetzt hoch genug wäre, wäre es das nicht. Hallo? Ja, die gucken mir nach. Und er kommt da nicht vorbei, natürlich. Ich ist doch zu dämlich zum Scheißen. Hallo, kommst du mal nach? Hm, das sehen sie mich nicht. Sie sehen mich nicht kommen. Na, er klemmt das Schloss jetzt gleich mal ein, ne? Wurde auch nicht geknackt und es ist eingeklemmt. Großartig. 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 Habe ich schon mal gesagt, wie großartig das ist? Kommst du mal her, Virtual? Dienstag gibt's Hühnchen. Für dich gibt's keinen Dienstag mehr. Also entweder ich zahle oder mir fällt noch ein anderer Weg ein. Ich könnte natürlich zahlen. Überhaupt kein Vergnügen, mit ihm Geschäfte zu machen. Ich mein Geld wieder. Hm. Ich könnte ihn beklauen. Oh, mein Geld. Überraschenderweise misslingt es mir. Das letzte Mal hat es so gut funktioniert. Kann ich den unbegrenzt noch beklauen oder was ist das jetzt? Nein. Okay, das war's für heute mit Arcanum. Ich muss mal überlegen, was ich tue. Hätte ich das jemals in meinen Let's Plays gemacht. Egal, Karl, das war's. Oh, soll das noch funktionieren? Ich bin mir nicht sicher. Toll, ich kann die Mitwirkenden knacken. Egal, Karl, das war's für heute mit... Ja, ist gut. Arcanum, drauf war schon Magie. Ja, sobald ich aus den... Okay, ich bin wieder draußen, okay. So, Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, wenn ich weiterkomme. So, ich knacke jetzt das Spiel verlassen und gut ist. Nein, das ist Diebstahl. Ich klaue das Spiel verlassen, dann kann ich es nie wieder verlassen. Nein. Egal, Schluss jetzt.